aufheben. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Okay, der redet mit sich selbst. Und hier haben wir eine provisorische Ballmaschine. Wahrscheinlich zum Testen. Dann wollen wir mal Telekinese haben. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Du hast keine Slots mehr, musst einen Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots auf einen Gatherer's Garden kaufen. Ersetzte Plasmide können bei deiner Genbank neu aufgehoben werden, okay? Ich würde dann sagen... Abfackeln erstmal. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Halte linke Maustaste gedrückt, um Objekte zu greifen. Lasse linke Maustaste los, um sie zu werfen. Achso. Dann testen wir es mal. Geil. Nein, der war ein Dollar. Das will ich nicht. Der Dollar ist wichtig. Sonst gibt's hier nichts. Ah, geh weg. Ja, okay, das war. Geil! Ich hab hier Leichen herum. Das ist ja geil. Nur hier. Und raus geht's. Moment. Habe ich den Schlüssel jetzt irgendwie gefunden, oder? Was ist der Schlüssel zum... Vielleicht kriegen wir den Schlüssel später noch. Mal sehen. Ja, geil. Ach, der lebt noch. Ja. Ja, dann wollen wir mal weitergehen, ne? Diejenigen, die für den König und das Vaterland schreien, sind die Schützen. So. Oh. So ist er tot. Endlich, Mann. Ja, Telekinese ist richtig geil. Oh. Steinman, sagte sie, ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Guck mal hier. Tja... Ja, Symmetrie. Der ist da wirklich. Nein, nur große Schönheitsgöttin. Er wird alles ruinieren. Schnapp ihn dir. Lass ihn von deinen Harpien in Stücke reißen.
Karte hacken? Ja, ich kann's hacken. Ich werde alles ruinieren, sagte er. Ach geil, was ist das denn? Brauche ich ja eh nicht. Komm, ankaufen, ich habe genug Geld. Einfach hier. Statische Entladung! Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jeden ihrer Angreifer einen elektrischen Schlag versetzt. Da, rein damit. Also wenn die jetzt geschlagen werden, dann geht's los, ey. Dann geht's richtig los, Junge, jo. Ja. So. Hier, Autohacker. Untersuchen. So. Ja, ach hier. Panzerbrechende Munition. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Der hat doch wirklich... Dein ist er. Der hat doch wirklich irgendwas geraucht, ne? Mann, Mann, Mann. So, und wo ist denn da haben wir das? Und hier. Bams. Bevor ich hier was Großartiges mache. Antipersonenkugeln, okay. Ich gehe davon aus, dass die gegen Personen sind. Sonst würde die ja nicht so heißen. Ich habe keinen Schrot mehr. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Ich Aua. Will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Ah. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Ah. Mini-Boss. Also was hier? Oh oh. Ja, das war's. Das war einfach. Zu einfach, um ehrlich zu sein. Gut, dass ich den hier nicht zerstört habe, den Mini-Roboter. So. Notschlüssel. Yo. Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss deinen Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. So. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Die Naht hätten wir unfertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor? Hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Bohren Sie den Leiter nicht!
Tja. Und deshalb habe ich da ein wenig Unbehagen. Alter. Alter, hier. 3 Milliarden Menschen hier, ey, auf einen Fleck. Ist das Portemonnaie etwas zu dünn? Okay. Da! Okay, ich komme nicht mehr weg. Eine Reduzierte. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Erden zu kommen. Bouncer. Yo. Nur du und ich. Und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Nautilus! Halte dich von ihr fern oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Tja. Also, diese Tierchen. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du die ausbeutest, erhältst du das maximale Erden, das du für Plasmide aufgehen kannst. Allerdings würde sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Erden. Dafür hat Telmo dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Ich werde die Kleine nicht töten. Ich werde sie einfach retten. Einfach besoffen werden. Der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Fürs heuer Bettchen, Mr. B. Tenenbaum hätte ich zum Narren. Will ich helfen? Wie hoch helfen? Mädchen, aber das ist auch schon alles. Zum Überleben brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Tja. Wenn du wieder mal auf so einem Gatherer's Garten auf Mann stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein. Scheiße. Fandest du aber kein Gatherer? Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt er. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Oh. Ich mach mal statische Entladung, weil ich hätte lieber Körperpanzerung dafür. So. Ja. Die haben also eine Schnecke im Bauch oder so, und wenn man die rausnimmt, dann stören. Aber diese Schnecke, oder, ne, dieses Vieh, macht das Erde, womit man dann die ganzen Teile machen kann. Verstehe. So. Schenken
musst du an die Little Sister sagen. Dann erzähl denn, dass sie bei sich tragen. Weiter vorne ist noch eine Little Sister. Um das Ende von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um ihren Big Daddy kümmern. Ja. Panzerbrechend, gehe ich mal von aus. Ich kann nicht wegrennen, ich kann nicht wegrennen. Alter, das Ding macht einfach kaum Schaden. Uah! Fuckkopf aktiv, da. Da, back! Boah, Alter. Doch, doch. Boah, wie klein ist die denn, Alter? Danke. Danke. Also kann ich jetzt nochmal zurückgehen und den Rest kaufen, eigentlich. So, Leben und Eve. Da und, ja, egal. Eve ist eh besser. Wichtiger zurzeit. So, aber wirklich so schwer ist das jetzt nicht. Ich habe jetzt gedacht, oh mein Gott, Alter, das ist mega. Aber naja, tschüss. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Ich komme wieder. Er ist da, bevor du es her, du Missgeburt. Ernsthaft? Du bist nicht Batman, Junge. Hä, wo ist die Leiche hin? Oh, scheiß drauf. So, da wollen wir jetzt mal den Notfall benutzen. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke so. Für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Fort Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Tja. Ah ja, ja, genau. Und dann sehen wir uns halt eben bei der nächsten Aufnahmesession, denn ich muss jetzt mal gucken, ob das auch wirklich gut ist, wie es aufgenommen wurde und so. Und ja, dann sehen wir mal, wie es abgeht.